Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute schauen wir uns das Bioplay Portal von Bang & Olufsen an. Ihr wisst, das Ganze ist kein Schnäppchen. Woran das liegt, ob da eventuell vergoldete Wireless-Kabel beiliegen, das klären wir in diesem Video. Bleibt also dran. So, und da bin ich auch schon wieder mit dem Bang & Olufsen Portal, oder offiziell heißt es ja Bioplay Portal. Da steht allerdings nur auf der Rückseite drauf. Also 499,99 €. Wir machen uns mal leicht und sagen, 500 € kostet das. Und damit ist das Headset genauso teuer wie die neue Xbox Series X. Und ich denke mal, dafür muss das schon einiges auf dem Kasten haben. Ich bin hier schon mal bewaffnet und ich schlage einfach vor, wir packen das jetzt mal aus. Lösen es hier von dieser glänzenden Folie. Und dann schauen wir mal, was drin ist. Ja, die Verpackung ist relativ unspektakulär, aber man sieht natürlich gleich, dass das Portal für die Xbox optimiert wurde. Nichtsdestotrotz kann man allerdings auch alle anderen Geräte damit nutzen. Hinten gibt es ein paar Marketinginformationen. Und ansonsten, ja, wir haben hier das schwarze Modell, es gibt es auch in so einem Weiß-Grau-Ton und noch einem Blau und dann noch hier die Hinweise zur Kompatibilität. Und dann würde ich jetzt mal vorschlagen, holen wir das Headset mal raus. So, als erstes gibt es hier so ein Schnellstart-Guide, Anleitung fürs Headset und Hinweise zur App. Gibt es für Apple und für Android. So, dann haben wir hier das Headset. Aber ich weiß ja, euch interessiert viel mehr, was in diesen Boxen drin ist. Deswegen gucken wir da mal als erstes rein. So, dann haben wir hier ein USB-Kabel, USB-A auf USB-C zum Aufladen des Akkus. Der soll 12 bis 24 Stunden Kapazität haben. Hier haben wir jetzt nochmal eine kleine Anleitung. Dann ein 3,5 mm Audiokabel zum direkten Anschluss an diverse Endgeräte. Und hier haben wir noch Hinweise zur Nutzung der Dolby Atmos App. Ja. Schön weich auf jeden Fall die Polster. Mal hier den Schutz ab. Na. So, kommen wir zu den Anschlüssen. Da haben wir hier einmal den USB-C-Anschluss zum Aufladen des Akkus, den Klinkenanschluss. Dann den Ein- und Ausschalter und hier so ein Touch-Schieberegler für die Lautstärke. Und auf der anderen Seite gibt es einmal den Pairing-Button für Bluetooth und nochmal so ein Touch-Schieberegler für die Stärke des ANC. Und hier sieht man auch schön diese beiden kleinen Schlitze links und rechts. Das ist das eingebaute Mikrofon. Hier auch mal die Kleberchen ab. Na. Ja, sieht schon ganz schick aus. Kann man nicht anders sagen. Größenvorstellung. Schön weich und ohne Ruckler. Ah, Stabilitätstest. Ja, macht so ganz guten Eindruck. Ja,
ich mache jetzt hier mal so einen Cut und probiere das Headset mal in aller Ruhe aus. Und dann sehen wir uns hier in wenigen Augenblicken wieder. Bleibt dran! So, da bin ich auch schon wieder mit dem Bang & Olufsen Bioplay Portal. Ich habe das Headset jetzt eine Zeit lang ausprobiert und ich muss sagen, am Ende macht es es einem nicht ganz so einfach. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen am Preis. Nehmen wir mal so ein Einsteiger-Headset. Das kostet vielleicht maximal 50 Euro. Und wenn da der Sound ist gut, gibt einen Pluspunkt. Tragekomfort ist hoch, gibt einen Pluspunkt und so weiter und so fort. Bei einem 500-Euro-Headset sind das alles so Mindestvoraussetzungen. Ja? Die Erwartungshaltung ist irgendwie nicht hier, nicht da, nicht dort. Die ist ganz schön weit oben. Und da muss ich natürlich zeigen, ob das Bioplay Portal dahinterherkommt. Aber fangen wir mal vorne an. Die Verarbeitung. Und ja, die Verarbeitung ist genauso, wie ich es von einem hochpreisigen Headset erwarte. Die Materialanmutung, die Haptik, die prognostizierte Haltbarkeit, die Stabilität, diese butterweiche Größenvorstellung, ein Träumchen alles. Und da können wir im Grunde auch schon weitermachen mit dem Tragekomfort. Ist natürlich ein rein subjektives Empfinden, aber hier sowohl der Kopfbügel als auch die Ohrmuscheln sind wirklich sehr schön weich und bequem. Das Headset kann man problemlos stundenlang tragen, ohne dass da irgendetwas drückt. Wenn ich etwas meckern müsste, dann würde ich sagen, okay, hier dieses Kunstlederart, das schirmt das Ohr schon ganz schön stark ab. Das heißt, hier drin entsteht so mit der Zeit so eine kleine Mini-Sauna, was gerade jetzt im Hochsommer wahrscheinlich ein Thema sein könnte. So ein Mesh-Gewebe, sage ich mal, wäre da vielleicht ein bisschen atmungsaktiver, aber ist natürlich auch alles eine Frage der Geräuschedämmung. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema, ANC, Active Noise Cancellation. Ich habe hier noch die Bose Quiet Comfort, die sind schon ein paar Jährchen alt, gelten aber eigentlich immer noch so als Mitreferenz, sage ich mal. Ich habe die beiden jetzt nicht detailliert verglichen, da fehlen mir hier auch die Möglichkeiten zu. Ich war mit denen nicht in den Öffis unterwegs, bin nicht Fahrrad mit Gegenwind gefahren. Insofern konzentriere ich mich hier so auf den Hausgebrauch. Aber da macht das ANC eine wirklich gute Figur. Familienlärm, Geräusche aus der Umgebung werden schön herausgefiltert, das Spielerlebnis wird dadurch noch ein bisschen immersiver, der Filmgenuss besser. Insofern eine wirklich runde Sache. Und da kommen wir dann auch gleich schon wieder zum Sound, denn auch der kann wirklich nicht nur überzeugen, der ist wirklich großartig. Ich habe schon viele Headsets hier bei mir gehabt und ich würde sagen, dies ist hier also mindestens ganz, ganz, ganz weit vorne, wenn nicht sogar an erster Stelle. Egal, ob es nun Spiele sind, ob ihr Filme schaut, Musik hört, in Kombination mit Dolby Atmos und dann noch mit der App, die noch diverse Einstellungen erlaubt, hat man hier ein Klangbild, was wirklich überzeugen kann. Und wenn man mal als Zwischenfazit sagt, bekommt man hier für 500 Euro erstklassige Kopfhörer. Aber wir haben ja nun keine Kopfhörer hier, wir haben ein Gaming-Headset und also spielt auch noch das Thema Mikrofon und Sprachqualität eine Rolle. Wenn Bang & Olufsen so ein hochpreisiges Headset in den Markt bringt und sagt, okay, wir haben hier eine Technologie verbaut, die einen Mikrofonarm überflüssig macht, dann weckt das natürlich so eine gewisse Erwartungshaltung. Dann sage ich, okay, da muss die Sprachqualität schon ähnlich der eines klassischen Headsets sein. Es muss vielleicht nicht ganz genau so gut sein. Ja, also Technik kann ja auch keine Wunder vollwirken, aber sie muss gut sein. Ich würde mit Abstrichen leben, weil es der Formfaktor ohne Mikrofonarm und die Usability, das hat schon so Vorteile, wie es ist. Aber wie gesagt, der Sound sollte noch gut sein, ist er aber nicht ganz. Er ist eher, würde ich sagen, unterdurchschnittlich. Wenn man es trägt und man reinspricht, hört es sich für andere an, als wenn das Mikrofon eben nicht hier vorne sitzen würde, sondern hier hinten an der Seite. Und das macht sich schon durchaus bemerkbar. Klar, wer jetzt viel alleine spielt und jetzt wenig chattet oder hin und wieder mal, der wird damit leben können. Ja, das ist jetzt nicht miserabel in dem Sinne, aber die anderen Headsets können es besser. Ich nehme das von letztens hier, das EPOS H3 zum Beispiel. 120 Euro, ich denke, eins der besten Mikrofone überhaupt. Und für 500 Euro hätte da definitiv mehr kommen müssen. Wenn ihr also jetzt ein Spieler seid, der hauptsächlich Multiplayer zockt und da viel am Kommunizieren ist, ganz ehrlich, das ist nicht euer Headset.
Dann gibt es andere Möglichkeiten, die vielleicht ein bisschen besser eher angebracht sind. Zum Beispiel, ich habe es auch letztes Mal erwähnt, das Xbox Wireless Headset. Klar, in Sachen Verarbeitung, Tragekomfort, ANC und Klang ist das hier dem Xbox Wireless Headset deutlich überlegen. Aber was hilft es, wenn eine wichtige Mitdisziplin hier so ein bisschen nach... Also, ihr versteht, was ich meine. Also, bisschen schade. Das Gesamtprodukt, also tolle Kopfhörer, eher mittelmäßiges Gaming-Headset. Und da muss man dann wissen, ob man dafür dann trotzdem noch 500 Euro für investieren möchte. Also, was meint ihr? Sind 500 Euro jetzt ein Betrag für euch, die ihr für ein gutes Headset, wenn es denn rundum perfekt wäre, investieren würdet? Wäre das noch eine Preisschwelle, die ihr noch akzeptieren könntet? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und verratet da auch gerne, was für ein Headset ihr derzeit habt. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.